Wenn jeder Christ lernen kann, bevor du Gott gehorchen willst, nach Afrika zu gehen und Missionar zu werden, gehorche ihm zuerst, indem du hingehst und sagst, es tut mir leid, wenn du denkst, dass du jemanden verletzt hast. Wow. Oder einfach die kleinen Dinge, die Gott dir aufs Herz legt. Denn wenn du gut darin wirst, Gott in kleinen Dingen zu gehorchen, wirst du keine Probleme haben. Ich habe einmal gehört, dass ein Geschäftspartner sehr schlecht über mich geredet hat. Und wir haben ihnen eine Menge Aufträge gegeben. Und einige Leute, die für mich arbeiteten, waren in einem Restaurant und saßen hinter diesen Personen an einem Tisch. Und ich weiß nicht, warum sie meinten, mir das sagen zu müssen, aber sie sagten es mir. Manchmal ist es besser, den Leuten nichts zu sagen. Aber als ich es herausfand, dass sie schlecht über mich redeten, sie ist eine Heuchlerin, sie ist dies, sie ist das, sie ist etwas anderes. Oh, zuallererst wurde ich wütend und dachte, nun, das ist der letzte Auftrag, den sie von uns bekommen haben. Sie bekommen nichts mehr von uns und ich werde jedem, den ich kenne, sagen, dass er keine Geschäfte mit ihnen machen soll. Ich lag bis 3 Uhr morgens im Bett und dachte mir, ich werde dies und das tun, sie morgen anrufen und dies tun. Gegen 3 Uhr morgens sagte der Herr, du wirst nichts davon tun. Und was soll ich tun? Du wirst das tun, was du anderen Leuten rätst. Du wirst ihnen ein Geschenk kaufen und ihnen sagen, wie sehr du sie schätzt. Nun, ich muss ehrlich sein und euch sagen, dass ich in Versuchung war, ihnen anonym mein Buch, ich und meine große Klappe, zu schicken. Und dann wollte ich ihnen einen Geschenkgutschein für das Restaurant schicken, in dem sie über mich gesprochen haben. Wenn ich es schon tun musste, dann wollte ich einen Weg finden, bei dem sie es wissen, dass ich es wusste und sehen, wie gut ich darin bin, ihnen zu vergeben. Schlussendlich schrieb ich einen Dankesbrief und schickte 4 oder 5 Gutscheine für einen Restaurantbesuch. Ich habe ihnen gesagt, wie sehr wir sie zu schätzen wissen und was für einen großartigen Job sie für uns gemacht haben. Und die Sache ist die, dass ich unglücklich war, bis ich mich dazu entschied, dies zu tun. In dem Moment, als ich mich dazu entschloss, bekam ich meine Freude zurück. Ich fand das sehr lustig. Es hat die Macht genommen. Die Macht, genau. Es hat die Macht gebrochen. Das hat die Macht gebrochen, denn wenn wir Gott gehorchen, dann überwindest du. Kann der Teufel uns nicht unglücklich halten? Wenn du Gott gehorchst und du, wisst ihr was? Die Bibel sagt, die kleinen Füchse verderben den Weinstock. Aber ich will ehrlich zu euch sein, ich glaube nicht, dass die großen Dinge, die wir falsch machen, auch nur annähernd ein so großes Problem sind, wie die kleinen Dinge, die wir falsch machen und einfach ignorieren und nicht wirklich bereuen, weil wir denken, dass es keine große Sache ist. Wenn jeder Christ lernen kann, bevor du Gott gehorchen willst, nach Afrika zu gehen und Missionar zu werden, gehorche ihm zuerst, indem du hingehst und sagst, es tut mir leid, wenn du denkst, dass du jemanden verletzt hast. Oder einfach die kleinen Dinge, die Gott dir aufs Herz legt. Denn wenn du gut darin bist, Gott in kleinen Dingen zu gehorchen, wirst du keine Probleme haben, ihm in großen Dingen zu gehorchen. Und ja, wir sprechen immer noch über die Heilung der Seele einer Frau, denn all diese Dinge sind notwendig, um in der Seele gesund zu sein. Ich persönlich muss das jeden Tag hören. Ich muss das Wort Gottes jeden Tag konsumieren und ich denke, deshalb tun wir das alle. Nur warum müssen wir das ständig hören? Weil, ich meine, alles in der Welt, all die Dinge, die der Teufel heute zu tun vermag. Ich meine, ein Tag in der Welt saugt einem einfach alles aus, was man hat und was wir brauchen. Und Gott sei Dank hat er es uns so einfach gemacht. Ich meine, ich kann mir eine gute Predigt anhören, während ich mein Make-up auftrage. Mit Podcasts und all den Dingen, die uns zur Verfügung stehen, gibt es für niemanden mehr eine Entschuldigung. Wenn dich dieses Video ermutigen durfte, dann ermutige uns doch zurück, indem du diesen Kanal abonnierst, uns ein nettes Like hinterlässt und die Ermutigung weitergibst an deine Freunde. Danke für dich.